Reverbs gehören zu den meistverwendeten Effekten in der Musikproduktion. Doch reicht es aus, in diesem Dschungel an Plugins ein einzelnes herauszupicken und es bei jedem Instrument einzusetzen? Von den Drums bis zu den Vocals? Eines alleine reicht mir nicht. Aber meiner Meinung nach reicht es, 2 bis 3 Hauptreverbs im Einsatz zu haben. Aber es schadet nie, die Farbpalette zu erweitern. In diesem Video stelle ich dir 10 Reverb-Plugins mit unterschiedlichen Charakteren und Eigenschaften vor. Plus ein Spezial-Plugin, das ich nur bedingt zu den Reverbs zählen kann, aber für mich einfach absolut genial klingt. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen bei mir im Studio. Mein Name ist Tom Wettstein und ja, ich habe schon lange kein Video mehr hochgeladen. Denn dieses Jahr war ich international auf Tour. Ich habe gespielt von Österreich über Deutschland, Schweiz, Benelux, Frankreich, Portugal, Azoren, einfach die ganze Palette. Aber jetzt haben wir wieder eine Pause und ich habe mein Studio wieder zu 100% reaktiviert und jetzt können wir auch wieder mehr Videos drehen. Und genau zu diesem Zeitpunkt kam Tegeler Audiomanufaktur auf mich zu und fragte mich, ob ich gerne ihre Raum-Maschine austesten möchte. Das ist die Plugin-Version ihrer Hardware, der Raum-Zeitmaschine, ein Hallgerät mit Röhren und alles Mögliche, aber jetzt portiert auf ein Plugin. Ich dachte ja, nur ein Plugin auszutesten ist ein wenig. Also habe ich 10 Hallgeräte mit unterschiedlichen Stärken verglichen, plus ein Raum-Plugin, das den Sound besonders lebendig macht. Aber schauen wir uns zuerst einmal an, was wir mindestens an Parametern benötigen, um einen halbwegs natürlichen Hall zu modellieren. Schauen wir uns mal diese Grafik an. Hier haben wir eine Zuhörerin und hier haben wir den Dude, der Saxophon spielt und diese Zuhörerin anspielt. Das Hörerlebnis dieser Zuhörerin, wie ist das aufgebaut? Als erstes sehen wir hier diesen blauen Pfeil, das ist der Direktschall. Das heißt, das ist der Schall, der direkt vom Instrument auf die Zuhörerin abgestrahlt wird und der legt eine ziemlich kurze Strecke zurück und verliert fast keine Energie. Dann der zweite Parameter, das sind die ersten Reflexionen. Das Horn, das strahlt ja nicht nur in eine Richtung ab, sondern verteilt den Schall kreisförmig oder respektiv kugelförmig. Der Schall dieses Saxophons wird sowohl an die Decke als auch vom Boden her reflektiert oder auch hinten von den Wänden, von den Seiten, überall. Und wir sehen, wenn dieser Saxophonist nahe bei der Zuhörerin steht, dann legt dieser Schall recht lange Strecken zurück. Diese ersten Reflexionen legen teilweise bis zu einer 5-mal längeren Strecke zurück als der Direktschall. Also, bis diese ersten Reflexionen die Zuhörerin erreichen, dauert es eine gewisse Zeit. Und dann haben wir noch als dritten Parameter den Raumhall. Das ist dann der Schall, der mehrmals reflektiert wird. Hier habe ich nur 2-mal eingezeichnet, aber das kann x-mal sein, nach oben, unten, links, rechts, überall. Und je mehr Reflexionen es hat, desto dichter wird auch der Hall. Also anhand der Reflexionen kann man auch die Beschaffenheit der Wände sich vorstellen, rein psychoakustisch. Weil je mehr Unebenheiten in den Wänden sind, zum Beispiel in einer Kirche Stuckaturen, desto mehr Delays entstehen. Und ein Hall ist ja eigentlich nichts anderes als ein Delay. Gut, fassen wir mal zusammen. Wenn die Schallquelle nahe beim Zuhörer oder der Zuhörerin ist, dann haben die ersten Reflexionen einen langen Weg zurückzulegen und benötigen länger, um das Ohr zu erreichen. Dieser Parameter heißt beim Reverb Pre-Delay. Das heißt, je näher eine Schallquelle ist, desto länger oder desto größer ist das Pre-Delay. Die ersten Reflexionen und der Hallanteil legen eine lange Strecke zurück. Also werden sie an Energie verlieren und gleichzeitig noch an Höhenanteilen. Das heißt, der Hall ist nicht so höhenlastig, wenn die Schallquelle nahe beim Zuhörer ist. Langes Pre-Delay und Höhenbeschneiden im Hall. Dann hast du das Gefühl, etwas sei nahe bei dir.
Schauen wir uns das zweite Beispiel an. Hier ist der Saxophonist weit entfernt von der Zuhörerin. Der Direktschall benötigt eine längere Zeit, verliert dadurch auch ein wenig an Energie. Plus, wenn wir uns die ersten Reflexionen, die Early Reflections anschauen, das Verhältnis zwischen der Strecke des Direktschalls und den ersten Reflexionen ist viel, viel kleiner. Auch der Abstand zwischen der Hallfahne, dem Raumhall und dem Direktschall ist viel, viel kleiner. Das heißt, wenn eine Schallquelle weiter weg ist, dann ist das Predelay kürzer und die Höhenanteile im Hall sind auch höher, als wenn die Schallquelle nahe beim Zuhörer steht. Also nochmals zum Rekapitulieren. Wenn die Schallquelle nahe ist, dann hat der Direktschall viele Höhenanteile. Die ersten Reflexionen und der Raumhall haben ein langes Predelay und wenig Höhen. Bei weit entfernten Schallquellen hat der Direktschall weniger Energie in den Höhen. Das Predelay ist kürzer und der Hall hat ein wenig mehr Höhenanteile. So bringst du eine Tiefenstaffelung hin. Schauen wir uns das mal an. Hier haben wir den Direktschall. Dann kommen die ersten Reflexionen, die dann nahtlos in den Raumhall reingehen. Du siehst also, das hier sind so die einzelnen Reflexionen und die werden immer enger, die Delays immer kürzer und dann geht das über in den Raumhall. Also was wir bestimmen müssen, ist die Lautstärke des Gesamten. Wir müssen die ersten Reflexionen bestimmen können, der Abstand der ersten Reflexionen, das gibt auch die Größe des Raums an und welche das sind, das gibt auch die Form des Raums an und dann der Raumhall, wie dicht das ist und wie lange das ist. Weil absorbierende Wände erzeugen einen kürzeren Raumhall als zum Beispiel Backsteinwände oder Betonwände. Wir kennen jetzt die benötigten Parameter, also lass uns gleich mal verschiedene Reverb-Plugins miteinander vergleichen. Lass uns darauf achten, wie die Hallfahne ausschwingt, wie die Early Reflections modelliert sind und welchen Charakter der Hall hat. Also lass uns mal ein paar Hallgeräte anschauen. Ich habe hier 10 Hallgeräte plus 1. Das ist nicht wirklich ein Hallgerät, aber es gefällt mir so gut, dass ich denke, ich muss es einfach vorstellen. Ich habe vor allem hier und hier und hier und hier, das sind Universal Audio Hallgeräte. Ich weiß, es fehlen welche, Valhalla beispielsweise, sehr, sehr beliebt. Ich besitze es halt einfach nicht. Aber trotzdem habe ich mal die wichtigsten, die ich habe, hier mal aufgelistet. Gut, fangen wir mal an mit der Raummaschine von Tegeler Audio Manufaktur. Wie erwähnt, haben sie mir dieses Plugin zur Verfügung gestellt, um es mal zu testen. Und als ich es das erste Mal eingesetzt habe, da war ich fast ein wenig erschrocken. Die Anschlagstreue dieses Hallgeräts ist extrem. Es ist extrem schnell. Das heißt, die Transienten, die werden schon verhallt. Und man hört sie sehr gut. Und ja, ich erschrak zuerst ein wenig. Und auch das Ausschwingverhalten ist ziemlich linear. Und ich habe es dann aber bei verschiedenen Produktionen eingesetzt und je länger man es benutzt, umso besser gefällt es einem. Die Algorithmen sind genau dieselben wie bei der Hardware, der Raumzeitmaschine, nur hat die Hardware Röhreneingänge und Ausgänge. Und deshalb klingt es dichter und saturierter und so. Aber es ist ein sehr schöner algorithmischer Hall. Also lass uns den mal anhören. Hier haben wir eine Drum, die klingt trocken so. Und jetzt fügen wir mal die Raummaschine hinzu. Klingt wirklich sehr schön. Gibt einen schönen Raum, ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber richtig eingesetzt, genial. Wir haben hier das Predelay, wir haben hier die Size, wir haben das Decay,
und Density Predelay ist klar. Wann erreichen uns die ersten Reflexionen? Dann Size, das ist irgendwie der Shape der ersten Reflexionen. Die Density ist, wie dicht ist der Hall, und das Decay, wie lang ist der Raumhall respektive die Hallfahne. Komm, wir spielen ein wenig hier rum. Man merkt schon, dass es ein algorithmischer Hall ist. Vor allem, wenn ich hier die Density rauf tue, dann hörst du quasi fast die einzelnen Delays. Da kann man richtig geile Flutter-Echos erzeugen. Gut, dann gehen wir zurück. So. Gut, wir haben hier 46 Millisekunden Attack und 2 Sekunden Decay. Und diese Einstellung habe ich für alle folgenden G-Verbs auch verwendet. Als zweites schauen wir uns mal den Seventh Heaven an. Das ist einer meiner Lieblings-Reverbs, vor allem für Stimmen, aber du kannst wirklich fast alles damit verhallen. Das Spezielle an diesem Plugin ist, es besitzt die originalen Bricasti-Algorithmen. Und so ein Bricasti-Hall ist wirklich etwas sehr, sehr Teures. Wir finden hier verschiedene Algorithmen, nicht wie bei der Raummaschine. Die Raummaschine, die hat einfach einen. Aber hier haben wir Hall, Platten, Räume, Zimmer, ein wenig Ambience und Space. Und die klingen natürlich alle grundverschieden. So, der hat jetzt auch 2 Sekunden Hall und 46 Millisekunden Predelay. Aber wie du siehst, das Predelay, das klingt anders. Also ich würde jetzt das Predelay ein wenig kürzer machen. So etwa. Aber das ist sehr, sehr natürlich, dieser Hall. Ist jetzt natürlich ein wenig laut. Könnte den runternehmen. Aber damit du ihn gut hörst, lassen wir ihn mal so. Der Seventh Heaven benutze ich wirklich sehr, sehr oft. Ist einer meiner meistbenutzten Hallgeräte. Den gibt es in 2 Variationen. Die kleine Version und die größere. Das hier ist die kleine und die reicht absolut aus. Als drittes Hallgerät schauen wir uns mal hier der AMS RX16 an. Der ist wirklich ganz, ganz klassisch. Der hat hier Predelay, hat ein Decay Time, so wie lange das der Hall ausklingt. Wir haben ein Filter, Hoch- und Tiefpass. Und dann haben wir hier noch einen Mix, also wie stark das er sein soll. Und hier kannst du die verschiedenen Presets in den einzelnen Banken auswählen. Er hat aber hier auch ganz viele verschiedene Algorithmen. Und er ist vor allem bekannt durch seine nichtlinearen Hall-Effekte. Aber wir nehmen hier Hall, so wie bei allen anderen auch, und hören uns den mal an.
Das ist jetzt so ein nichtlinearer Hall und der hat auch gute Reverse-Hall. Man kann diesen Hall sehr gut als reines Effektgerät einsetzen. So, und das ist unser Hall fürs Drum. Gehen wir auch hier mit dem Pre-Delay ein wenig runter. Sowas. Die Decay Time können wir vielleicht ein wenig länger machen. Sehr gut. Dann haben wir den EMT 140, das ist ein Plattenhall. Normalerweise sind das riesige Kisten, die irgendwo im Keller stehen, aber der funktioniert recht gut als Platte und ist einer meiner Lieblingsplattenhalle. Er vereint auch gleich drei miteinander, das können wir uns mal anhören. Das ist jetzt nur der Hall. Also du hörst absolut drei verschiedene Sounds, drei verschiedene Platten. Und ja, hier auch 2 Sekunden Release und hier das Pre-Delay habe ich einfach mal eingestellt, weil ja, wir können hier schon auf 50, ja, gehen wir mal rauf, dann hören wir auch gerade, wie das Ganze klingt. Der hat noch eine Verwischungsrate, also es ist wie ein kleines Tremolo-Chorus mäßig, dass du in die Hallfahne reinweben kannst und auch noch einen Equalizer und ja, die Weite, ob du in mehr Stereo oder mehr Mono haben willst. Hören wir uns das mit den Drums an. Klingt super. Ich finde, dieser Hall klingt fast wie ein Original. So, der nächste ist der Lexikon. Sehr bekannt. Lexikon 480. Der ist von Relap. Und hier haben wir die Länge, also das Decay, Reverb Time. Dann ein Hochpassfilter, ein Tiefpassfilter. Und hier das Pre-Delay und hier der Mix. Aber da wir es sowieso auf einen Bus senden, müssen wir hier den Mix natürlich auf 100% lassen. Dann hören wir uns das mal an. Ganz bekannt. Ich glaube, jeder von uns hat diesen Lexikon schon mal in großen Produktionen gehört. Er hat auch 4 verschiedene Algorithmen. Diese Platte ist eher wie beim EMT 140 die erste, also die A-Platte, sehr, sehr grell. Benutze ich sehr oft für Synthesizer oder auch elektronische Instrumente. Das Black Hole von Eventide ist wirklich ein sehr abgefahrenes Reverb.
Das hat mir Eventide mal zur Verfügung gestellt, um zu testen. Und seit ich es habe, benutze ich es immer wieder, um ganz spezielle Effekte zu erzeugen. Ich habe jetzt mit dem mal versucht, die anderen ein wenig zu matchen. Und dieser Hall klingt so. Das klingt jetzt mehr oder weniger normal, aber du kannst so abgefahrenes Zeug machen mit dem. Also wirklich absolut abgedreht. Mit Gravity und so weiter. Ich kann ja mal die Presets ein wenig durchsteppen. Naja, eben. Eher für Effekte. Dann haben wir hier noch den Pro R von Fabfilter. Und wie jedes Fabfilter-Teil ist es einfach ein Schweizer Taschenmesser. Es kann alles. Vor allem, was gut ist, man kann dieses Plugin als Insert einsetzen, denn es besitzt schon einen eingebauten Equalizer und eine frequenzabhängige Abschwingphase. Und das ist etwas sehr, sehr Cooles. Hier haben wir Space in Sekunden. Das ist irgendwie, das ist ein Algorithmus, der alles beinhaltet. Dann haben wir die Distance. Das ist das Pre-Delay. Jetzt das Pre-Delay. Hier steht 50%. Ja, ich habe jetzt nach Gehör mal was gemacht. Hier kannst du eher clean und hier voll auf Chorus, dass er moduliert, der Hall. Dir kannst du ihn noch dunkler und heller machen, die Stereobreite und mit welcher Kurve der Hall abschwingen soll. Gut, dann hören wir uns den mal an. Das Coole ist wirklich, hier zum Beispiel können wir bei den Bässen bestimmen, dass es schon ein wenig Hall haben soll, aber dass er viel kürzer sein soll. Und hier kann man zum Beispiel die hohen Frequenzen anheben, was ich nicht machen würde, einfach nur mal, um zu zeigen. Das ist schon eine sehr, sehr geile Funktion. Und zusätzlich noch einen integrierten Equalizer. Gut, dann haben wir den Space Designer. Das ist ein Hallgerät von Logic und das ist ein sogenannter Faltungshall. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Faltungshall und einem algorithmischen Hall? Ein algorithmischer Hall, der berechnet das gesamte Signal intern mit Delays und von Grund auf. Das heißt, du hast auch Zugriff auf alle Parameter, wenn du möchtest. Oder wenn der Entwickler möchte, dass du das darfst. Ein Faltungshall, der funktioniert genau umgekehrt. Er nimmt eine Audiodatei, die alle Rauminformationen beinhalten über das gesamte Frequenzspektrum.
eigentlich wie ein Pistolenschuss, der ein weißes Rauschen erzeugt, das alle Rauminformationen abbildet, und wenn du das dann aufnimmst, dann hast du diese Rauminformationen. Und mit diesem Audiofile erstellst du dann den Hall. Das heißt, wenn jetzt eine Snare spielt, dann wird analysiert, welche Frequenzen beinhaltet diese Snare, und dann werden nur diese Teile des Halls auch ausgespielt. Dem sagt man ein Faltungshall. Und das erlaubt dir natürlich, sehr realistische Räume nachzubilden. Aber du hast fast keinen Zugriff auf die einzelnen Parameter. Was wir haben ein Pre-Delay, wir haben die Länge und die Size, das war's. Aber wir können nichts beeinflussen, weil es ist ja eine Audiodatei, die siehst du hier. Ich habe hier mal irgendeinen Hall reingeladen und jetzt hören wir uns das mal an. Jetzt ist das Pre-Delay für meinen Geschmack viel zu lange. Das sehen wir auch hier. Das Pre-Delay ist sehr, sehr lange. Klingt wirklich sehr, sehr, sehr echt. Auch die Capital Chambers sind ein Faltungshall. Und da sind die Hallräume der Capital Studios nachgebildet worden mit Impulse Responses. Also man hat einen Pistolenschuss, ein weißes, kurzes weißes Rauschen in den Raum geschickt und danach mit Mikrofonen aufgenommen und einen Fingerabdruck des Raumes gemacht. Interessant, sie haben mehrere Mikrofone verwendet für verschiedene Räume, sodass du wirklich auswählen kannst, welches Mikrofon möchtest du in welchem Raum haben. Das hier ist das, was ich eingestellt habe. Klingt halt wie so auf alten Motown-Scheiben und so. Gut, als nächstes habe ich noch hier ein Federhall. Den benutze ich eigentlich vorwiegend nur für Gitarren, aber ich habe ihn letztens für ein Streicherquartett verwendet und es hat erstaunlich gut geklungen. Ich habe hier das Pre-Delay auf 0 gezogen, weil wenn wir hier auf 46 oder so gehen, klingt es etwas seltsam. Gut. Sehr dunkel das Ganze, aber gefällt mir außerordentlich gut. Und dann haben wir hier eben noch den einen, der ich eigentlich nicht zu einem Reverb zähle, weil es ist nur ein Raum. Er bildet die Aufnahmeräume der Ocean Way Studios ab. Du hast hier zwei verschiedene Aufnahmeräume, Studio A und Studio B. Und du kannst hier bei der Position kannst auch sehen, wie stellen die das Instrument auf. Horns und alles Mögliche. Dann hast du drei Mikrofone, Mikrofonpärchen. Du kannst das Ganze neu remikrofonieren oder nur den Hall verwenden. Ich verwende eigentlich praktisch nur den Hall, das Reverb. Es ist ja kein Reverb, sondern ist ein Raum. Und dann kannst du hier verschiedene Mikrofone wählen. Sind hier alle aufgelistet. Du kannst die Position bestimmen, wo sie sein sollen, und die Lautstärke und die Balance, wo dass sie sich befinden. So, und das klingt so.
klingt einfach sagenhaft. Wenn du so Close-Miking-Sachen hast, auch Stimmen oder Gitarren oder was auch immer, dann kannst du die in diese Räume hineinsetzen und es klingt einfach viel, viel lebendiger. Gut, lass uns jetzt einfach mal alle die miteinander vergleichen. Ich werde sie einfach mal durchsteppen. Die einzelnen Dateien, die kannst du dir unter dem Video herunterladen und selbst in deiner DAW zusammenschustern. Gut, jetzt ist es aber so, jede Hallspur behandle ich wie eine eigene Spur. Und jedes Hallgerät benötigt meiner Meinung nach einen Equalizer. Oft, um ungewünschte Resonanzen zu entfernen, es vielleicht ein wenig dünner und transparenter zu machen. Und deshalb habe ich überall Equalizer eingesetzt. Und je nachdem, welchen Charakter und welche Eigenheiten die einzelnen Reverbs haben, desto anders muss ich auch die Filter setzen. Ich habe jetzt bei allen den Equalizer nach dem Hallgerät eingesetzt. Eigentlich setze ich sie meistens vorher ein, um den Charakter der einzelnen Geräte noch beizubehalten und so zu vermeiden, dass gewisse Resonanzen entstehen, indem ich das Hallgerät erst gar nicht mit diesen Frequenzen füttere. Das heißt, ich setze den Equalizer oft vor dem Hallgerät, um den Charakter des Hallgeräts voll ausschöpfen zu können. Und jetzt klingt das natürlich ein wenig anders, wenn wir da einen Equalizer drin haben. Da habe ich zum Beispiel Resonanz entfernt, die Bässe entfernt und hier irgendwie das leicht Erkältete weggezogen. Das habe ich hier gemacht. Hier hat es noch eine zusätzliche Resonanz erzeugt und so weiter. So kann man den Hall natürlich auch noch modellieren und bestimmen, wie das er sich ins Gesamtbild einbetten soll.
So, lass uns noch schnell ein anderes Instrument über diese Hallgeräte laufen und dann nehmen wir ein Rhodes. Gut, du siehst, jeder Hall verleiht dem Signal auch einen anderen Charakter. Mir gefallen halt für Rhodes eher so warme und weiche Hallgeräte. Die Frage nach einem guten Hall stellt sich natürlich auch immer bei Stimmen. Und deshalb hören wir uns jetzt noch diese Hallgeräte mit einer Stimme an. Ich habe die Hallgeräte alle angepasst, so dass wir wirklich das Beste der Hallgeräte herausholen, habe jedoch keinen Equalizer eingesetzt. Time is ticking, our world is changing, we still believe in outdated things. We lose everything, our hearts stop beating, we still have faith in risk and money making. Our time is ticking, our world is changing, we still believe in outdated things. We lose everything, cause the world is changing, we still have faith in risk, chance of money making. Time is ticking, our world is changing, we still believe in outdated things. We lose everything, our hearts stop beating, we still have faith in risk and money making. Our time is ticking, our world is changing, we still believe in outdated things. We lose everything, cause the world is changing, we still have faith in risk, chance of money making. Time is ticking, our world is changing, we still believe in outdated things. We lose everything, our hearts stop beating, we still have faith in risk and money making. Our time is ticking, our world is changing, we still believe in outdated things. We lose everything, cause the world is changing, we still have faith in risk, chance of money making. Die Unterschiede sind schon enorm, was die Algorithmen ausmachen, und man merkt ganz genau, welche Effektgeräte für welche Schallquellen am passendsten sind. Jetzt für meinen Geschmack hier bei den Vocals hat mir der LX480 und der 7 Heaven natürlich sehr gut gefallen, Space Designer überhaupt nicht, aber naja, ist ein Faltungshall und der steht und fällt mit den Impulse Responses, die du hast, und die kannst du dir kaufen, sehr, sehr hochwertige,
Ich habe keine sehr, sehr guten. Deshalb muss man auch sagen, hey, sorry, das ist vielleicht auch mein Fehler. Kann man so nicht vergleichen. Gut, Capital Chambers finde ich auch sehr cool. Der Ausklang dauert mir irgendwie sehr, sehr lange, auch wenn ich ihn kurz schalte. Und ja, den BX20, den brauche ich wirklich fast nur für Gitarren. Der EMT 140 ist geil für Snares, der AMS auch. Klingt jetzt in diesem Kontext ein wenig seltsam. Vielleicht habe ich hier den falschen Algorithmus ausgewählt, aber ich wollte ja eigentlich einfach Hall haben, so wie alle anderen, der hier vielleicht noch eine Platte oder sowas nehmen können, müsste aber ich alles neu einstellen. Und der Seventh Heaven ist halt einfach wirklich das Vorzeigemodell. Time is ticking, our world is changing. Hat einen schönen Bauch und die Raummaschine, die ist sehr, sehr clean. Time is ticking, our world is changing. Ist jetzt fast ein Raum. Könnten wir mal schnell schauen, ob wir hier noch... Time is ticking, our world is changing. We still believe in outdated things. We lose everything, our hearts stop beating. We still have faith in risk and money making. Our time is ticking, our world is changing. Ja, sehr, sehr warm das Ganze. Gut, das sind die Hallgeräte. Welches ist mein Favorit? Kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, Black Hole benutze ich nur für Effekte. Den benutze ich nur für Gitarren, den BX20. Space Designer überhaupt nie. Der Pro R auch sehr, 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 sehr selten. Und die anderen einfach nur so sporadisch. Seventh Heaven, den benutze ich sehr, sehr oft. Und auch Ocean Way Studios. Das sind so meine Go-Tos. Und schreib mir doch in die Kommentare, welches Hallgerät hat dir am besten gefallen und für welche Arbeiten du welche Hallgeräte verwendest. Reverbs sind Geschmackssache und auch abhängig vom Quellmaterial. Du musst nicht immer das beste Reverb benutzen. Zum Beispiel das D-Verb von Pro Tools ist meiner Meinung nach eine Katastrophe. Trotzdem wird es viel verwendet, weil es einen eigenen Sound hat. Ich setze lieber nicht allzu viele Hallgeräte ein. Lieber immer denselben Algorithmus, aber mit Pre-Delay und Höhenanteile arbeiten, damit wirklich alles so klingt, als spiele es im selben Raum. Also versuche nicht allzu viele verschiedene Hallgeräte einzusetzen. Wenn du aber Hallgeräte als reine Effekte einsetzt, wie zum Beispiel du nimmst eine Bassdrum und verhallst sie, damit sie klingt wie ein Donner, dann ist das überhaupt kein Problem. Oder auch instrumentspezifische Reverbs, wie zum Beispiel ein Federhall für E-Gitarren, vermischen sich sehr gut mit den Hauptreverbs. Weil wir sind es uns halt einfach gewohnt, dass eine E-Gitarre einen Federhall hat. Was du auch noch in Betracht ziehen kannst, ist, den Hall Mono zu schalten und auf die Position des Instruments zu setzen im Panorama, damit es aus einem Guss kommt. Oder genau das Gegenteil zu machen, den Hall Mono woanders pennen, als die Schallquelle ist, weil es gibt dann noch sehr spannende Effekte. Sag mir doch, welches Plugin dir am besten gefallen hat und welches Reverb-Plugin du am meisten benutzt. Es nimmt mich wirklich Wunder. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch ein Like da und abonniere den Kanal. Das hilft, jetzt diesen Kanal wieder ein wenig zu reaktivieren. Also, lass es grooven und bis zum nächsten Mal.